Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 2. Wir machen weiter hier im nächsten Level, die Welt der Finsternis. So, wen können wir denn nehmen? Wer ist... Oh, Ruffy ist geil, das finde ich geil. Ich könnte auch Garp nehmen oder... Nee, Bartholomew's Bär ist kacke, der ist zu lame. Zu langsam. Mal wieder mit Ruffy spielen. Das gefällt mir. Ta-ta-ting! Control Dial und Matt Dial. 闇闇の実とグラグラの実ティーチは世界を破滅させうるほどの強大な力を全て手に入れたが、その後麦わら白ひげ連合と海軍本部は連携して黒ひげ連合の勢力を突き崩しつつティーチの行方を追い続けたが、倒しても倒しても敵勢力が衰えを見せることはなく、ルフィたちは焦りを感じていた。ティーチの行方を探す一方で、 ウソップ・チョッパー・フランキーは別の作戦行動を開始していた。来るべき最終決戦に備え強力な切り札となるはずの特別な兵器、やがてルフィたちは懸命な捜索の末にティーチのアジトを突き止めた。すでに世界は絶望的な情勢に陥っており、兵器の完成を待つことはできない。麦わら白ひげ連合と海軍本部は最大戦力を投じた。 よく来たな。だがおめえらに勝ち目はねえ。欲しかった力は全て手に入れた。圧倒的な兵力もある。これこそが最強なんだ。貴様がどんな化け物になろうと知るか。この海で最強の存在は常に海軍であらねばならんのじゃ。 止めてやるよ。俺たちが止めてやる。今日こそ絶対にお前をぶっ飛ばす。野郎ども、戦闘開始だ！ Dieses Mal hatte Ruffy die Ehre, den letzten Schrei zu machen. Und wir werden wieder mal gucken, dass wir so schnell wie möglich die Mission machen und das Level durchkriegen. Wir sehen aber schon Enel, Along und wie heißt der Kuschelmacker nochmal? Ach, keine Ahnung, das ist unwichtig. Besiege Teach, ist das Hauptziel. Besiege Zombie-Kommandant. Ja, sind nur zwei Stück, die sind einfach zu besiegen. Besonders mit Ruffy wird das ganz schnell gehen. So, erstmal Berrywachstum! So, dankeschön. Fachverteidigung, einen hinzufügen und Fachleben. Alle haben einen dazugekriegt, das ist geil. Freund auswählen. Bleiben wir erstmal bei Sanji. Wir müssen auf jeden Fall mit den anderen noch auf Level 5 kommen. Also Sanji, Lissop und Zoro und Robin, um die Münzen zu kriegen. Bleiben wir bei Sanji. Münze auswählen, genau. Hier haben wir die das ist schon eine gute Kombination, die wir hier haben. Wobei, können wir das noch verbessern? Cooler haben wir. Wir haben Frankie. Ah, Frankie ist ja nicht. Wir haben den. Was haben wir hier? Moby Dick. Joa, nett. Aber nicht das, was ich wollte. Schade, yay, yay, yay. Flying Lamp, yay. Nehmen wir noch Ruffy mit dazu. Und ich will mal eben gucken, ob es einen Unterschied macht, wenn ich was anderes dazu nehme. So, geht das irgendwo hin hoch? Nee. Nee. Geht nicht grün hoch, egal. So, jetzt auf Angriffspower. Was haben wir denn? Bartholomew's Bär? Haben wir schon mit drin. Aber will ich den da gerade mit drin haben? Wo der gibt Angriffspower, das ist gut. Was haben wir da für Frankies Zeichen? Wir haben hier gerade nichts, was kompatibel ist mit Bartholomew's Bär. Was ist kompatibel mit Bartholomew's Bär? Die CP9! Dem Wolf. Hier haben wir Wolf sogar mit Angriffspower. Richtig gut. Der Wolf mit Angriffspower, genau. Was haben wir da? Marineschiff. Okay, oh, geil, wir könnten alle nehmen. Also alle von der Marine und so. Ich will erstmal gucken, ob wir noch irgendwas anderes nehmen können. Nee, dann nehmen wir lieber hier das Angriff mit dem Wolf. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Gib sie wieder her. So, Defense. 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 Oh, hier haben wir noch ein Defense-Ding. Nehmen wir. So, perfekt ausgebildet, hoffe ich. Fertigkeiten haben wir genug. Alles fertig. Let's do this. Und wir sind wieder bei 5 Minuten. Los.
Puh, ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. So wie es aussieht, ist das auf jeden Fall, oder könnte es sogar das große Finale sein? Ich bin mir nicht sicher. Ist das wieder Punk Hazard? Habe ich jetzt gar nicht gelesen. Sieht ein bisschen danach aus, oder? Eine Kiste, Kiste. Ah, oh, Ruffy, du wirst dieses. Oh nein, das hätte ich nie gemacht. Ah, das ist eingesammelt. Erstmal müssen wir die Kommandanten da in der Mitte besiegen. Sollte wirklich nicht problematisch sein, vor allem. Ruffy ist vorbereitet für. UFO, UFO, Patsch. Sehr cool. Oh, ich liebe Ruffy, der ist so lustig. Also, lustig, das klingt total bescheuert. Ruffy hat's einfach drauf, kann man so sagen. Aber nein! Ich kann doch nicht in meinen UFO reingegangen. Der hat das geklappt. Jetpistol, Patsch! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was wollt ihr alle? Geht weg, lass mich ruhig. Ausgetrickst! Faust! Gum, gum, Feuerpistole, Patsch! Euer Gesicht, ihr Spastade. So, da haben wir noch einen Zombie Kommandant. Jetpistol, Patsch! Patsch! Wenn nichts funktioniert, macht die Jetpistole. Pam! Erledigt, mit der Jetpistole. Geilste Technik, oder mit einer der geilsten Techniken von Ruffy, muss ich ehrlich sagen. Patsch. Okay, was ist die nächste Mission? Wir haben den hier erledigt. Hui! Das ist so geil! Ich habe auch in den Serien, in den aktuellen Serien jetzt die Folge endlich gesehen, wo er die Technik das erste Mal angewandt hat. Da meinte Zorro noch vorher zu ihm: Hey, Ruffy, denk dran, wir sind keine Anfänger mehr, wir sind jetzt auch in der neuen Welt. Also, halte die Verteidigung hoch. Und was macht er dann? Und sagt so, also Ruffy dann. Ja, ich weiß schon, alles klar, ich werde mich daran halten. Und was macht er dann? Die UFO-Technik. Und alle lachen sich schlapp, besonders Lysop hat ein Lachflash gekriegt. Das ist so geil, ey. Oh, aber der geht mir gerade ein bisschen auf den Piss hier. Weil ich ihn nicht treffe. Batsch, erledigt. So. Zombie-Kommandant ist aufgetaucht. Überall sind welche. Kiste, schalte Zombie-Kommandant aus. Zwei Stück habe ich ja schon erledigt. Oh, wie viele Leute. Oh mein Gott. Wo sind die denn, die Zombie-Kommandanten? Ich renne irgendwo einer rum, ich spüre ihn. Basiskommandant. Ach, da ist einer. Feuer! Daneben, scheiße. Tja, da hat er nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Aber mein Super-Special wird er nicht so einfach ausweichen. Gum, gum! Elefanten-Gatling! Ich sage, Waffe geht an. Patsch und erledigt. So, so spät. Wo ist denn der nächste? Ich muss mal gucken. Da sind die zwei Manneken. Die Manneken bedeuten immer, dass da jemand ist. Also gehen wir da direkt hin. Sie sind hier, sie sind hier. Zombie-Kommandant, ich komme. Haben Teach in den Hinterhalt gelockt. Oh, oh, Leute, übertreibt es nicht. Ihr wisst, Teach ist gemein und gefährlich. Er ist gemein und gefährlich. Patsch. Pam. Da. Komm. Da kann man noch nicht mal irgendwie eine Special Technik oder so rauskramen. Wo werde ich jetzt machen? Ja, das ist doch mal ein Movepool hier. Schön draufkloppen, nicht nachlassen und drauf. Erledigt? Sauber. Der ist im Rückzug. Das heißt, wir haben jetzt alle Zombie-Kommandanten erledigt. Ach, alle Kommandanten halt. Bitch. So. Ach doch, Zombie-Kommandanten waren das. Stimmt. Tja, die haben halt keine Chance gegen Gum Gum Ufo. Was war das denn gerade? Ich hab gerade irgendjemanden mit roten Namen gesehen. Das Power Plus. Oh, Don Creek heißt der Affe, genau. Und Along. Starten ihren Beschuss. So, ich komme. Lass dich drauf. Ich bin genau auf dem Weg zu dir. Ich bin da auf dem Weg rein. Jetzt bitte durch. Ja, wie soll ich das stoppen? Ich komme nicht rein. Oder? Doch, da hinten komme ich da rein. Stimmt. Man muss nur ein bisschen suchen. So, lauf. Ruffy! So,
Geld können wir auch nochmal gut gebrauchen. CEO. Wo haben wir ihn denn? Don Creek, der alte Spastard. Hier drinnen müsste der irgendwo sein. Da werden wir erstmal alle auf einen Haufen offen packen. Dann werden wir hier unsere Gum-Gum-Gatling rausholen und dann Elefanten-Gatling und schön auf die Fresse, was wir jetzt hier auch tun werden. Patsch. Das wird ein Multikill werden. Patsch. Wie viele haben wir erledigt? 50. Oh mein Gott. Dafür geht ab. Ach, du willst es so haben, ja? Okay. Nein! Oh, das ist so geil. Ich liebe Gear 2. Gear 2 ist einer der geilsten Fähigkeiten, die Luffy erfunden hat. Der herausgefunden hat für sich. Es gibt keine coolere. Gear 3 ist auch nicht schlecht, aber ich mag diese Elefant... Knochenattacke. Ich finde die so ein bisschen lame. Boom! Besiege Anno und Stopp der Sperrfeuer. Werde ich machen. Ich will nur mal gucken, dass ich das Territorium nicht einnehme. Alter! Tritt erstmal alle K.O. Boom! So, hier kommt her. Ich will das Territorium. Feuer! Patsch. Oh, Ine kommt jetzt auch noch mit dazu. Ich sage ja, mit Ruffy ist das echt kein Problem, hier schnell durchzustarten. Ich finde ihn auch mit am coolsten, absolut. Ruffy hat Style, ist echt geil. Kann man sagen, was man will. Sehr schön, jetzt haben wir dich. Tschüss, Territorium eingenommen. Das wollte ich nur mal eben schnell. Puh. Ja, das brauchen wir nicht, das können wir für später aufbewahren. Das brauchen wir auch nicht. So, lauf. Moria, also, möchte ich aber gar nicht. Ich möchte lieber erstmal zu, wer ist der Kumpelmacher noch? Aber wer ist hier? Zombie-Kommandant, den will ich überhaupt nicht. Ich möchte jetzt zu Along, ich muss den Sperrfeuer stoppen. Besiege Along und Don Creek und das Sperrfeuer... noch eine Kiste. Die schnappen wir uns natürlich auch hier mit. Wir sind schon wieder bei 12 Minuten, Leute. Die Zeit rennt. Zeit ist Geld. Und das haben wir nicht. Und ich muss natürlich aufpassen, dass keiner meiner Leute irgendwie Gefahr läuft zu verschwinden. Weil dann kann es ganz schnell passieren, dass er weiß, sie haben die Mission verloren. Bitte hören Sie auf den nächsten Gong. Und da haben wir noch ein Item. Item, Kiste. Alter, Leute, wartet mal, bis ich anfange, Final Fantasy zu let's play. Guck mal, einer hat schon Schwierigkeiten. Ah, scheiße, das ging daneben. Ach, doch getroffen. Oh. Tja, das ging daneben. Zorro ist auch hier. Zorro hat sich Alarm geprügelt. Alarm ist da und... Hallo, was ist hier los? So, Feuer! Patsch! Das hätte mal ein Multikill werden müssen. Und jetzt holen wir uns noch Sanji dazu. Wer ist im Rückzug? Wie keiner von meinen Leuten, oder? Ich kann mir schlecht vorstellen, die sind alle so OP. Die haben gar keine Probleme hier. Bam! Ich sehe dich! Ich komme zu einem neuen Visier! Hallo! Ruckzuck hängt dein Kiefer tiefer, Spaß. Ja, Feuer! Ab in die Luft, im Rückzug und erledigt. Haben wir das auch geschafft. So, jetzt nehmen wir mal schnell mit Sanji das Territorium ein. Haben wir es auch hinter uns. Da wird ja nochmal danach gefragt, ob die nochmal sind hier. Cool. Die Strohpiraten kommen jetzt alle wieder. Cool. Also helfen wir jetzt alle. Und da ist eine Münze. Münze. Meine Münze. Komm schon. Nimm das Territorium jetzt endlich einen Kauf, da so ein Quatsch zu machen. Oh mein Gott. Das ist so crazy. Ja, ja, Monkey D. Ruffy mit seinen Special Techniken. Ich hätte natürlich auch das Spiel einfacher machen können und dann offscreen ganz, ganz viel trainieren, dass ich auf Level 99 bin mit diesem Level. Das macht dann keinen Spaß mehr, finde ich. So, was ist das? Und verwirrt. Sehr schön. Territorium eingenommen. Das ist unser Haus, unser, Weltfrieden.
Aber mach doch die Kiste einfach auf. Hüpf da doch nicht so blöd rum. So, wo geht's jetzt hin? Was war die Mission? Nimm den Ort nördliche Zentralfest von Mori ein. Aha, da ist das. Da ist eure Kiste! Leute, wir beenden jetzt den Part an dieser Stelle, bevor ich hier noch ein bisschen weitermache. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Und schaltet wieder ein, wenn es heißt Let's Play One Piece Pirate Warriors 2. Haus rein, schaust rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Dengoku.